Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Ganz genau, im letzten Part waren wir hier angekommen, beim beim Friedhof des fliegenden Holländers. Und der fliegende Holländer will den goldenen Fangränder nicht rausrücken. Das ist eine Kampfansage. Also auf geht's. Gut. Okay. Cool. Alles klar. Was genau müssen wir machen? Nimm ihn. Danke. Eine Abbrechung. Das ist der Bosskampf, an den ich mich erinnern kann. Okay. Mit dem fliegenden Holländer, alles klar. Tja. Das wirst du noch alles zahlen, das wirst du büßen. So schwer ist der jetzt aber auch nicht. Take this. No. Einmal noch. Dann hau dich. Hui. Viermal. Okay. Okay, wenn es weiterhin bleibt, dann ist es wieder ein ganz einfacher. Genauso einfach wie der Patrick. Roboter. Wirklich. Also der kleine König war das Schwerste bisher. Verdickt es. Was? Warum hat's nicht gezählt? Ich hab ihn doch gehabt. Das habt ihr alle gesehen. Jetzt muss ich die Phase abwarten. Ich habe nur noch eine Unterhose, wie ich nochmal gesagt habe. Ja. Wehe Spiel. Komm schon. Ja, toll, kannst du den Laser oben dann machen. Ist immer noch nicht genug Laser. Gelassen. Zweimal! Hört alle auf zu kämpfen! Ich glaube, ich habe da eine Idee. Hier bitte! Oh, das sieht aus wie mein Schiff. Sogar der ganze Dreck und die Fliegen sind dran. Wie aufmerksam! Also gut, ihr möchte gern Matrosen. Hier ist der goldene Pfannenwender. Na bitte, es geht doch! So, nun können wir weg. Und nun? Was nun? Ein Gegner. Natürlich. Hi Gegner. Tschüss Gegner. Ich bin weg. Was? Nee, ich bin falsch. Hilfe! Ich war schon richtig. Ich war nur so irritiert, weil der fliegende Holländer hier nicht mehr rumchillt. Oh, den haben wir. So. Alles klar, dann haben wir das. Was fehlt?
Schlammtanker Ahoi und rauf mit dir, Kumpel. Okay. Und 3 Socken. So. Okay. Das machen wir dann im Spezialpart, wie gesagt. Den Rest. So. Was jetzt? Bin gespannt. Wenn mich nicht alles täuscht, dürften wir alles haben. An große Gebiete. Nur noch die große Krabbe fehlt. Und natürlich 9000 glänzende Objekte für den alten Skrubs. Stimmt's. Du wirst keine Burger mehr braten, bis die große Krabbe roboterfrei ist. Oh, nicht schlimm. Ah. Damit haben wir alle Gebiete gesehen. Was ist das? Ach, das ist der Bosskampf. Cool. Dann lasst uns mal gucken. Komm wieder, wenn du die Wanderblase beherrschst. Das beherrschen wir. Ist klar, da haben wir alles. Bis auf eine Socke, die da noch fehlt. Plage an der großen Krabbe. Und ein... Weiß man nicht. Das ist bestimmt der Abfall-Emmer. Und Socken. Okay. 9 von 10. Sandberg, warum? Warum fehlt da eine Socke? Ah, zum Glück. Ah, zum Glück. Ah, warum so viele Socken? Oh. Patrick, bringe Patrick die... Ach so. Okay. Was sollten wir tun? Scraps. 9000. Ach du Schande, wie viel will der? Wir gehen erstmal zu Patrick. Patrick, ich habe ein paar Socken für dich. Was hast du denn? Ganz, ganz viele, mein Lieber. Nicht Hose verlieren, hier. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Oh Gott. Pfannenwender. Wow, SpongeBob, du... Jetzt sind sie... Hier ist dein Pfann... Damit kann man... Ja. Ach, die werden wirklich abgezogen. Hier ist dein Fan. Damit kann man. Sehr lustig. Die werden wirklich abgezogen. Ich dachte nur so. Wow, Spawn. Jetzt. Hier ist Fan. Damit kann man. Bam, 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 bam. Wow, Spawn. Jetzt. Hier ist der Fan. Damit kann man. Hast du meine Socken? Noch nicht, Patrick. Oh, haben sie dich gefunden? Socken haben mich gefunden, genau. Das ist es. 60. 70, 80. Oh Gott. Also fehlen uns noch ein paar. Einige Socken, die noch fehlen. Und auch Mr. Krabs müssen wir noch einmal beglückwünschen mit 9000 glänzenden Objekten und viel mehr. So, dann ist nur noch große Krabbe. Dann gehen wir mal da rein.
und schauen, was dort ist. Ob da wirklich so viel ist. Sollte ich nicht eigentlich arbeiten? Oh Gott. Kampfarena. Muss das sein? Nimm das! Oh, die Kugeln! Hilfe! Wie komm ich denn hoch? Au. Das Mann! Dein Ernst? Ein einziges Mal? Sollte ich nicht eigentlich arbeiten? Ich nicht eigentlich arbeiten? Das weiß ich nicht. Wie willst du denn arbeiten, wenn wir diese Roboter sind? Jautsch! Wie fair! Gericht wie eine Frühlingsbrise! Kaboom! Aus! Aus! Weg! Weg! So. Noch mehr? Nein. Cool. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Viel zu viel. Weg. So. Das waren alle, oder? Da finde ich groß Krabbeln als Kette Fisch besser benutzt. Viel besser. So eine Kampfarena. Steckst den Bogen fest, Junge. Ich kann noch nicht mal dahinter. Schade. Das war alles. Naja. Naja. War ja jetzt nicht so sinnvoll, da reinzugehen. Aber Mr. Krabs wird das sicherlich freuen, wenn die Ladezeit noch vorbei ist. Danke. Puh, einen Moment lang habe ich mir schon Sorgen gemacht, Minion. Um mein Geld natürlich. Hier, nimm das als Belohnung. Danke. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte... Und jetzt will er wieder 9000 glänzende Objekte haben. Ja. Gut, dann müssen wir die jetzt noch irgendwie zusammenkratzen. Was genau ist denn da drin? Komme ich da direkt zum Finale oder nicht? Ja, hier wird Essen serviert. Eilmeldung! Die Behörden haben bestätigt, dass die Roboter, die in Bikini Bottom Amok laufen, tatsächlich aus dem Abfalleimer kommen. Ja, genau da, wo du stehst. Plankton, Inhaber des Abfalleimers und insbesondere bekannt für den Bau von Robotern, deren einziger Zweck es ist, Chaos und Zerstörung zu bewirken, hat jegliche Verstrickungen dementiert. Und dann werde ich auf euren Kindern herumtrampeln und dann auf den Kindern eurer Kinder. Das waren die Eilmeldungen aus Bikini Bottom. Ah, das wissen wir ja schon. Kommt einfach mal so ein Fernseher. Oh, er hat mal Kundschaft. Machen wir sie weg. Michi. Ah. Hä? Okay, Steintickies.
grüner Pfannenwender. Ha! Hab ich dich. Wir haben 85. Wir können tatsächlich da schon rein. Aber wir sind ja alle, dass da das Finale dann kommt. Also raus hier. Denn erst wollen wir die 100% haben. Damit wir dann mit den Credits alles abschließen können. Boom! Also schon so weit. Wow. Dass der Spezialpart nun kommen kann. Wenn alles nachholt. Ja. Wahnsinn. Wir machen nochmal einen großen Überblick. Cool. SpongeBobs Traum zu 100%. Schön. Objekte finden. 3 von 7 Socken. Okay. Könnte sein, dass die alle auf der Rutsche sind, ja. Hm. Meisten. Okay, da sind 2. 2 von 3. Okay. 1 Socke. Auch alles. Fehlen Socken. Und finde den Weg durch die Schluchten und über die Hochebenen. Alles klar. Ah, die Wanderblase. So heißt das Ding. Gulaguna-Hammer. Fehlt nur noch 1 Socke. Hier fehlen Socken. Ein Wandsprung im Eimer. Hier fehlen Socken. Oha. Ich bin rolltastisch. Rolltastisch. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir uns gut genug umgeguckt haben. Okay, warte. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Thaddeus haben wir eben schon. Das Verpackte. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Hey, Thaddeus! Du solltest doch verschwinden! Hey! Du solltest doch... Ja, das haben wir schon. Wenn wir aber alles kaputt machen, soll angeblich auch was passieren. Verschwinden. Gut, jetzt verschwinde ich auch. Gut, das Verpackte haben wir. Ja, mit dem letzten Patch wurde das ja zum Glück
gefixt. Hatte ich schon Angst vor. Ja, wir haben einige Bugs und Glitches entdeckt, du. Einige. Aber das sind noch vier Stück fehlen, vier Socken. Könnten die nur sein? Ist die Frage jetzt, ha? Ist ja in dieser Brunnenkuppel, haben wir auch nichts verloren gehabt. Das war ja komisch. Das Ding. Sehr komisch. Und da hoch können wir nicht. Da drin gibt es ja nur die Roboter zu sehen. Also alle Gegner kann man sich da nochmal anschauen. Mit Informationen und Judas. Ja. Sag mal, Kumpelblase, warum muss ich eigentlich an diesen Mautstellen mit den goldenen Pfannwändern bezahlen? Darum, SpongeBob. Ha, dagegen kann ich nichts sagen. Oh Gott. So, hier brauchen wir 40.000, oder? Kann ich Ihnen... 40.000. Glänzende Objekte. Lohnt sich das? Ins Kino. Nicht, dass ich einfach nur alle Zwischensequenzen sehen kann. Dann bin ich enttäuscht. Ich will dann zumindest Konzeptgrafiken haben. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Zumindest das wäre möglich, oder? Oder etwa nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es herausfinden. Hoch und dann ist da was Tolles. Wahrscheinlich geht es sogar. Hallo. Nee, nicht so wirklich. Nein, Hilfe. Das haben wir auch. Oben ist aber was. Nee. Aha. Also doch. Okay. Wow. Lass mich! Danke. Was? Unsichtbare Wand. Hilfe! Spiel? Spiel? Hilfe! Was? Spiel? Hilfe! Nein, Spiel, Hilfe! Hier ist eine unsichtbare Wand, hier ist eine Alpha-Wand! Hilfe! Wie bin ich hier hingekommen? Nein! Was jetzt? Hilfe! Nein, schick mich doch nicht dahin, was denn jetzt? Alter, das ist eine Alpha-Wand, ich komme hier nicht weg! Das ist jetzt ein schwerer Bug. Hilfe? Wo bin ich jetzt? Oh, danke! Um Gottes Willen, ich bin frei.
Verdammt. Oh nein. Ja. Eieieiei. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Leute, der nächste Part wird Spezialpart. Da werden die 100% nachgeholt. Ihr kennt das Prozedere. Und dann geht's zum Finale. Genau. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.